Moin. Wir sind jetzt hier auf dem Spielplatz. Wir sind gut in Albury angekommen, Springdale Highs, bei unserer Unterkunft. Und Vivi hatte hier im Vorfeld schon mal geschaut, nicht weit weg von unserer Unterkunft. Das waren jetzt irgendwie eine Viertelstunde Gehminuten. Liegt hier ein Spielplatz, da kann sich der Große einfach mal ein bisschen austoben. Genau, wir sind hier nur als Zwischenstopp zwischen Melbourne und Canberra. Und werden hier dafür auch nicht so viel Zeit verbringen. Wollen jetzt nachher noch mal kurz einkaufen. Auf jeden Fall ist hier das Wetter schon mal deutlich besser. 26 Grad, 27, 28, irgendwas um den Dreh. Schöne Sonne, es ist wieder ordentlich warm. Es war ja dann doch in Melbourne die letzten Tage etwas kälter. Genau, bei unseren Gastgebern oder bei den, wo wir halt auf das Haus aufgepasst hatten, hatten wir uns noch gemeldet, dass wir da alles erfolgreich wieder so hinterlassen haben, sauber hinterlassen haben, wie wir das vorgefunden hatten. Dass wir die Tiere noch versorgt haben. Muss ich hier gleich mal kurz dem Großen etwas helfen. Move on. Yeah, you're good. Genau. Dann haben wir gedacht, für heute suchen wir jetzt nichts noch Großes raus. Hier ist, wie gesagt, ja auch nicht viel, was wir uns in der Gegend anschauen wollen. Dadurch, dass es ja hier eher nur so ein Zwischenstopp ist. Wenn es so irgendwas Besonderes gibt, dann würden wir da natürlich noch irgendwie hinfahren. Und ansonsten, genau, kaufen wir dann auch einfach ein paar Sachen ein für Frühstück für die nächsten Tage. Und haben uns schon einen Pizzaladen in der Nähe rausgesucht für unsere Unterkunft. Turnaround. Yes, feet first. We have the steps. The whole time with your hands. Genau, hatten uns da wie gesagt schon einen Pizzaladen rausgesucht, der direkt um die Ecke ist, wo wir uns dann nachher mal Pizza holen können. Und werden jetzt hier gleich auch wie gesagt schon wieder zurückschlendern, dann den Rest noch erledigen, dass wir dann ja, auch nicht zu spät oder sowas nachher mit Essen dran sind. Genau, wir melden uns dann später wieder. Bis dann. We'll be right back.
wir waren heute unterwegs im Chiemsee und sind dann auch noch um den Chiemsee herumgefahren. Wir hatten das rausgesucht als eine mögliche Aktivität oder etwas, was man sich noch angucken könnte hier in der Nähe. Es ist eine halbe Stunde von unserer Unterkunft oder von Avery entfernt. War auch nicht ganz unbekannt. Nebenan ist noch die Bitanga Bridge. Wir waren alle zuerst auf dem Damm, haben uns dort ein bisschen umgeschaut. War jetzt nicht so ganz spektakulär, war ziemlich windig auch. Der Große ist da leider auch gestürzt. Da mussten wir ihn ein bisschen versorgen, deswegen kam es jetzt auch zu nicht so vielen Aufnahmen am Tag, was Vlog, also jetzt hier Unterhaltung angeht. Es war doch immer recht beschäftigt, entweder waren die Kinder da am Schlafen nachher oder anderes war einfach wichtiger, aber so reicht ja manchmal auch abends einfach eine Zusammenfassung. Genau, wir waren dort halt unterwegs, haben uns da ein bisschen umgeschaut, bevor wir dann halt gedacht haben, wir fahren nochmal zu dieser Bitanga Bridge. Dort hatte ich mir noch ein Lookout rausgesucht und die Chance auch genutzt, da nochmal die Drohne fliegen zu lassen. Es gab dort keine großen bestimmten Einschränkungen. Haben da ein paar Aufnahmen gemacht, die habt ihr jetzt ja wahrscheinlich schon gesehen. Im Vorfeld hänge ich die hier mit dran. Und hatten dann halt überlegt, wie wir halt weitermachen, weil ich schon wieder zurückfahren war irgendwie ein bisschen blöd. Der Mittagsschlaf wäre jetzt eigentlich auch ganz angebracht. Also sind wir dann halt einfach noch um den Chiemsee herumgefahren. Haben das Navi nachher irgendwann ausgestellt, weil ich mir dachte, naja, rechts oder links vom Wasser halten und immer dann einfach der Straße folgen, das wird schon funktionieren. Und tatsächlich war das auch eine echt coole Entscheidung, weil wir dann, also nachdem wir halt erstmal festgestellt haben, dass irgendwie die Straße gar nicht mehr asphaltiert ist, sondern wir nur noch im Schotterweg waren, wir somit also auch nicht mehr auf den normalen touristischen Straßen unterwegs waren, haben wir dann aber quasi noch so ein Flussbett oder so einen Ausläufer gehabt, wo Bäume aus dem Wasser ragten. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Stadtnamen nachgucken. Das wird im Blogbeitrag auf jeden Fall nochmal besser erwähnt. Talangatta, die Stadt, die umziehen musste oder sowas, wurde sie irgendwie betitelt. Und zwar, oder die wanderte. Ja, ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Lest es am besten nochmal nach. Und zwar hatte man dort halt die ganzen Bäume, habt ihr ja auch schon in den Aufnahmen gesehen, aus dem Wasser herausragend sehen. Das war irgendwie ein bisschen surreal. Und wir haben einfach die Chance dafür genutzt, auch noch weiteren Aufnahmen zu machen, drumherum zu fahren. Wir wollten dann auch noch zu einer Brücke im Süden oder weiter südlich vom Chiemsee. Den Stopp haben wir dann allerdings übersprungen. Einfach nur deswegen, weil man dafür hätte halt an einem bestimmten Punkt anhalten müssen und dann noch eine halbe Stunde dahin spazieren und das halt während die Kinder schlafen, haben wir gesagt, ist einfach nicht wichtig genug und sah nachher aus dem Auto heraus jetzt auch nicht so spektakulär aus. Wir sind dann wieder zurück, sind dann noch auf zu einem Park, zum Spielplatz, der wurde da erst relativ neu gebaut. Gucken, kriege ich hier gerade mal eben noch den Parknamen mit raus. Muss ich sonst nochmal nachreichen. Auf jeden Fall war das ein ziemlich neu gebauter Spielplatz, auch so wie der Parkplatz nebenan. Wir waren irgendwie die einzigen, die dort auf dem Parkplatz drauf waren, was ja nicht weiter schlimm ist, aber irgendwie uns ein bisschen merkwürdig vorkam. Ist das da der Park? Nein, auch nicht. Na gut. Ich dachte, ich habe das eben mal gerade noch zur Hand. Jetzt will ich es aber auch wissen. Da. Mal näher ran. Den Ernest Grant Park, weil habe ich jetzt deswegen nochmal doch rausgesucht, weil der Spielplatz echt klasse war. Das waren Sachen überdacht. War recht moderner Spielplatz, verschiedene Sachen auch, einfach wo der Große sich dann nochmal austoben konnte. Nach so einem Tag mit Sturzerlebnissen und dann ja auch einiger Fahrerei oder nach Mittagsschlaf war es ja dann erstmal Zeit, sich so ein bisschen zu bewegen. Und so haben wir uns da einfach noch ein bisschen aufgehalten. Ohne Zeitdruck. Bevor wir dann gedacht haben, so jetzt im Nachmittag fahren wir nochmal vielleicht ein paar Sachen für die nächste Fahrt nach Canberra einkaufen. Da sind wir ja auch schon gespannt, wie das so wird in der Hauptstadt. Und ansonsten
haben wir uns dann noch eine Pizza gegönnt vom Nachbarrestaurant. Und lassen jetzt den Abend hier quasi ausklingen. Die Kinder schlafen schon. Kurz für euch hat dieses Video-Update. Ein bisschen jetzt noch ans Notebook arbeiten und ein paar Sachen zusammenfassen, bevor es dann auch für uns ins Bett geht. In dem Sinne sage ich dann gute Nacht. Moin! Wir packen jetzt gerade wieder unsere Sachen. Abreise von Albury. Und es ist jetzt alles im Auto verstaut. Da einige ja gefragt haben, wie wir das denn jetzt im Auto so alles unterbekommen. Hier einmal kurz einen Überblick. Ich gehe einmal zur Fahrerseite. Ich verlaufe mich ja hier manchmal noch. Also, Trinkflaschen sind hier vorne, immer griffbereit für die Fahrt, unsere guten Cork-Cycle-Flaschen. Das andere Equipment für Dokumente. Dann haben wir hier sonst ja auch noch Trinken drin. Danke nochmal hier auch an Jan Torben für seinen 3D-Drucker und den genialen Ausdruck. Dann hat Vivi meistens ihre Tasche hier vorne, ebenfalls eine Trinkflasche. Ansonsten ist hier eigentlich nur noch irgendwie eine GoPro griffbereit. Hier vorne ist sonst nichts weiter. Für die Kinder haben wir hier extra ein Tuch in die Fenster reingehängt, hier auf jeder Seite. Ich muss mal erstmal rein, dann geht das besser mit dem Licht. Dann haben wir unter den jeweiligen Fahrer- und Beifahrersitze Windelpakete gepackt. Hier sieht man sie da hinten auch. Da ist einmal mein Rucksack. Wir haben die Trage da drauf und den Wickelbeutel, damit wir die immer schnell und griffbereit haben. Super praktisch hier für den Großen. Auch hier die Mittelkonsole hinten. Hier kann er seine Trinkflasche abstellen, hat die immer griffbereit oder mal ein paar Snacks. Das ist also auch für ihn alles machbar. Der sitzt übrigens vorwärts gerichtet hier in seinem Kindersitz. Wie gesagt, die haben wir von Europcar einfach mitgemietet. Ich glaube 80 australische Dollar ist das jetzt für die Gesamtmiete. Das ist auch der Höchstpreis, den man dann immer zahlt. Ansonsten ist es halt ein Tagessatz. Dann hat er hier seinen Rucksack mit seinen Malbüchern, Puzzeln und Spielsachen einfach drin. Seine Schuhe, die er meistens bei der Party bei gerne ausgezogen haben möchte, was ich ja auch verstehen kann. Dann haben wir hier eine Kühltasche in der Mitte. Das heißt, Vivi kommt hier sonst ran, um hier entsprechend uns auch noch mit frischen Sachen zu versorgen. Da sind ja auch Erdbeeren, Bananen und Äpfel und sonst was alles drin. Dann haben wir hier eine Tüte voll mit Frühstückssachen und Wasser noch extra. Das ist quasi einmal hinten, das ist dann noch die Babyschale von der Kleinen, rückwärts gerichtet. Dieses System mit dem Gurt finden wir tatsächlich echt unpraktisch, weil man halt immer ein Problem hat, sie jetzt hier entsprechend reinzuheben und da rauszubekommen. Das ist aber offiziell so vorgesehen und das ist gleichzeitig auch der Anker, der hinten an der Rückseite von dem Sitz hier quasi festgemacht wird. Naja, ist so wie es ist, kommen wir halt schon echt irgendwie mit zurecht. Und das meiste Gepäck, das haben wir dann ja hier hinten verstaut im Kofferraum. Da befindet sich einmal ganz hinten durch mein Rucksack. Dann haben wir hier Vivis Rucksack. Hier ist noch einmal kurz noch eine Jacke von Vivi. Dann haben wir hier die Tasche von den Kindern drauf. Hier ist der super faltbare Buggy. Der passt hier einfach mal an der Seite mit rein. Und dann hier nochmal eine Tasche mit Keksen, anderem Proviant, Brot und sonstiger Sache, was wir nicht schon für die Reise parat haben, denn sonst hier noch da haben. Genau, das passt soweit. Hier ist immer noch, sag ich mal, Lückenplatz. Irgendwie Kleinigkeiten würden hier schon noch mit reinpassen. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch okay. Genau, also so viel einmal dazu. Wir steigen jetzt gleich einmal ein. Oh, muss hier mal sauber machen. So, sieht besser aus. Und fahren jetzt gleich wieder Richtung Canberra. Unser nächster Stopp. Und wir sind mal gespannt, dort soll es ein bisschen frischer sein. Wer weiß, was das heißt. Von daher, wir zeigen euch das einfach später. Ciao!